Das Rathaus im Markt Ergoldsbach. Helmut Siegel auf dem Weg zu seiner Wirkungsstätte. Helmut Siegel ist Heimatpfleger. Hier unterm Dach des Rathauses ist das Archiv der Gemeinde untergebracht. Ludwig Robold, erster Bürgermeister von Ergoldsbach, ist froh, in Siegel jemanden zu haben, der sich ehrenamtlich um die Vergangenheit bemüht. Spontan fällt dem Marktoberhaupt einiges ein, was Ergoldsbach früher ausmachte. Die großen Dachziegelwerke zum Beispiel, dass hier ein Forstamt war, dass Agathe Strobel, eine königliche Mätresse von hier, stammte und 1859 zum ersten Mal die Eisenbahn fuhr. Im Jahr 2003 bekam das Archiv einen besonderen Stellenwert. Ergoldsbach feierte das 600. Jahr der Markterhebung. Und da war natürlich das Archiv äußerst wichtig, dass wir gewusst haben, was ist in der Geschichte alles passiert, was ist in Ergoldsbach alles abgelaufen. Und ohne dem wären wir um einiges ärmer. Die erste urkundliche Erwähnung Ergoldsbachs stammt übrigens aus dem Jahr 822. Das älteste Dokument, das sich hier im Dachgeschoss findet, ist in einem der unscheinbaren graubraunen Schuber untergebracht. Wenn man hier reinschaut, hier haben wir das älteste Buch aus der Zeit von 1645, da wo eigentlich noch der 30-jährige Krieg gewütet hat. Und da ist der Anfang von der Verwaltung, wo die Bücher aufbewahrt wurden. Auch, ja. Und die sind hier in Schachteln abgelegt, damit sie auch erhalten und staubfrei sind. Neben den jahrhundertealten Handschriften finden sich im Archiv auch Zeitungen, Dokumente aus der Verwaltung, Nachlässe und auch ein paar Schulbücher. Bürgermeister Ludwig Robold freut sich, wenn man auch mal Privatleuten mit dem Archiv weiterhelfen kann. Erst vor kurzem hat mir der Herr Siegel verzeiht, hat er 1860 München angefragt über ein Fußballspiel. Aber an Herrn Siegel ist wieder gelungen, den Zeitungsartikel zu finden. Das freut er natürlich auch als Bürgermeister, weil er schaut, der Hamburger schreibt ein Buch darüber. Und dem hat er das jetzt zukommen lassen. Grenzen hat so ein Archiv aber auch. In Wahrheit ist es natürlich ein stark gefiltertes Abbild der Vergangenheit. Es ist nur das gelagert, was die Verwaltung bearbeitet hat. Wenn was die Verwaltung nicht bearbeitet hat, wie die Privatleute, die Bauern ihre Felder bestellt und das, das ist hier nicht da. Das ist ja nur, was die Verwaltung Jahrzehnte bearbeitet hat. Ja. Helmut Siegel jedenfalls lebt auf, wenn er durch die aufbewahrten Dokumente Einblicke in das Zeitgeschehen bekommt. Wenn ich jetzt ein kleines Beispiel nur sage, wie Ratzinger Papst wurde, wurde ich angerufen und gesagt, ob ich weiß, dass die Schwester vom Ratzinger hier in Ergoldsbach gearbeitet hat. Das Ergoldsbacher Archiv. Auch wenn es die meiste Zeit im Dornröschenschlaf verbringt, das Archiv hat seinen Stellenwert. Es ist wichtig. Schließlich ist es das Gedächtnis der Gemeinde.